Ganz aktuell am 9.10. gab es einen Hinweis auf den Bayerischen Rundfunk, dass die Rundfunkkommission bittet um Stellungnahme von den Beitragszahlern. Und das war ein bisschen wenig Zeit, weil es war nur bis zum 11.10. Zeit. Aber ich habe ja die KI und hat mir jetzt bei folgendem Text geholfen, den ich dann als Stellungnahme geschrieben habe. Übrigens ist mir zu Ohren gekommen, 16.000 Stellungnahmen gab es. Und das finde ich natürlich fantastisch, weil es waren 2 Wochen Zeit für wirklich ein umfangreiches Pamphlet. Und immerhin geht es um den Medienstaatsvertrag. So, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie auf einen fundamentalen Aspekt aufmerksam machen, der im aktuellen Entwurf des Reformstaatsvertrags nicht ausreichend berücksichtigt wird. Weder der bestehende Medienstaatsvertrag noch der vorliegende Entwurf des Reformstaatsvertrags sieht vor, die Vorgaben des Grundgesetzes, insbesondere des Artikel 5, vollumfänglich umzusetzen. Artikel 5 Grundgesetz Satz 1 garantiert jedem das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Diese fundamentale Garantie sollte im Zentrum jeder Mediengesetzgebung stehen. Eine öffentlich-rechtliche Medienplattform, die Artikel 5 Grundgesetz Satz 1 konsequent umsetzt, würde wesentlich dazu beitragen, den inneren Frieden in den Menschen und den gesellschaftlichen Frieden zu fördern. Sie würde einen Raum schaffen, in dem Bürger ihre Meinung frei äußern und verbreiten können, um Ohnmacht und Wut zu verringern, ein ungehinderter Zugang zu Informationen gewährleistet ist, ein offener, respektvoller Dialog zwischen verschiedenen Ansichten stattfinden kann, die Vielfalt der Gesellschaft sich widerspiegelt und gegenseitiges Verständnis gefördert wird. Die genannten Punkte müssen Grundlage für einen verfassungskonformen Vertrag sein. Daher hier meine Punkte für den Reformstaatsvertrag. Erstens, Schaffung einer öffentlich-rechtlichen Medienplattform, die aktiv die Meinungsäußerung und den Informationszugang der Bürger fördert. Zweitens, transparente Darstellung von Programmbeschwerden auf dieser Plattform, einschließlich der Möglichkeit für Zuschauer, diese zu bewerten und zu kommentieren. Drittens, Implementierung interaktiver Formate, die es Bürgern ermöglichen, eigene Inhalte zu veröffentlichen und am öffentlichen Diskurs teilzunehmen, damit unter anderem der respektvolle Umgang wieder gelernt werden kann. Viertens, klare Zweckbindung der Rundfunkbeiträge zur Förderung der im Grundgesetz garantierten Rechte. Fünftens, Sicherstellung der redaktionellen Unabhängigkeit bei gleichzeitiger Förderung der Vielfalt der auf der Plattform vertretenen Meinungen. Sechstens, regelmäßige unabhängige Evaluierung durch den Beitragszahler. Diese Vorschläge zielen darauf ab, den Reformstaatsvertrag in Einklang mit den Vorgaben des Grundgesetzes zu bringen und sicherzustellen, dass die öffentlich-rechtlichen Medien ihrer verfassungsmäßigen Rolle bei der Förderung der Meinungsfreiheit, des freien Informationszugangs und letztlich des gesellschaftlichen Friedens gerecht werden. Die Schaffung einer Plattform, die den offenen Austausch fördert, Transparenz gewährleistet und die Teilhabe aller Bürger ermöglicht, trägt dazu bei, ganz im Sinne der Grundrechte, die uns vor 75 Jahren gegeben wurden, eine friedliche und demokratische Gesellschaft zu gewährleisten. Es kam gerade die Frage, ob das alles die KI geschrieben hat. Ich habe noch ein bisschen was ergänzt. Ja. Aber so, dass es so schön klingt, darum kümmert sich immer die KI. Ich bitte Sie dringend, diese grundlegenden verfassungsrechtlichen und gesellschaftlichen Aspekte bei der Überarbeitung des Reformstaatsvertrags zu berücksichtigen. Einen kleinen Überblick, wie eine solche öffentlich-rechtliche Medienplattform aussehen kann, wird im beiliegenden Dokument veranschaulicht. Gerne stehe ich für weitere Informationen und oder Mitgestaltung zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, mein Name. Genau, und das habe ich am 10.10. abgeschickt, damit es pünktlich da ist. Na, also ich hatte da genau einen Tag, um das zu machen, habe mir den Tag gegönnt und habe das ausgearbeitet. Und nun habe ich gehört, dass es 16.000 sind. Das ist spannend. Ja, Volkmar, ich finde das super. Ich finde es super, dass du die KI da auch mit einbindest. Man sieht, dass vielleicht Vorurteile vielleicht ja, übertrieben sind manchmal. Man kann die auch entsprechend füttern, so nenne ich es mal. Und dann kommen da Dinge raus, und die du jetzt benannt hast, das sind ja Forderungen, die wir alle haben. Ne? Und wenn diese erfüllt würden, dann würden wir hier gar nicht stehen. Ne?